Hi, willkommen zu einer weiteren Folge von Mass Effect 3. So, wir haben ein paar Service-Wissenschaftler, die nicht mehr zu Service gehören wollten, gerettet. Guck mal eben, wie sieht's denn aus? Ah, guck mal, wir haben die Minimumstärke. Woo! Oh, wir haben mittlerweile ein paar Leute gesammelt. Aber wenn wir jetzt schon das Minimum haben, ich glaube, dann wird das hier nicht mehr lange gehen. Also, wir sammeln uns die Quarianer. Und dann? Sie haben ungelesene Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal, Commander. Danke. Wie geht es Ihnen? Von Samara! Shepard, Sie waren heute schon wieder in den Nachrichten. Und da dachte ich, ich schreibe Ihnen mal und erkundige mich, wie es Ihnen geht. Ich bin im Moment auf der Citadel. Wenn ich Ihnen also irgendwie helfen kann, dann zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren. Samara, wir haben uns auf der Citadel schon einmal getroffen. Ich weiß nicht, warum wir uns jetzt schon wieder treffen sollen. Deshalb, sorry, aber nein. Ich werde jetzt nicht extra zur Citadel fliegen, nur um mit dir einmal zu reden, damit du mir sagst, Shepard, Sie sind toll. Viel Glück. Und Sie wollen dieses Spiel wirklich spielen? Was ist los, Vakarian? Haben Sie Schiss? Ich weiß nicht mal, was das ist. Nur, dass jeder in der Galaxie davon abrät, das Zeug zu probieren. Aber falls Sie vermuten, ich hätte Angst, fangen wir an, Vega. Worum geht's? Alter vor Weisheit. Okay. Als ich bei C-Sicherheit war, habe ich einen batarianischen Spionagering gesprengt, der ein Ratsmitglied töten wollte. Ich bin auf Omega gegen ein Dutzend wütender Batarianer angetreten, ganz allein. Einen von ihnen habe ich als Landekissen für einen Sprung aus dem dritten Stock benutzt. Meins war nur zum Aufwärmen. Ich wollte sehen, was sie haben. Also, ich habe diesen Typen aufgespürt. Er hieß Saren. Ich habe ihn vor 3 Jahren daran gehindert, eine Geth-Armee aufzustellen und die Reaper auf uns loszulassen. Das zählt nicht. Das haben sie zusammen mit Shepard gemacht. Stimmt. Ich war bei Shepard. Von Anfang an. Das bedeutet nur, dass sie alt sind. Nein, ich finde, das bedeutet, dass Garrus ein treuer Kumpan ist. Hey, Commander. Hey, Commander. Ah ja. Ich bin froh, dass Jacob den Unbekannten durchschaut hat. Wenigstens haben nicht alle bei Cerberus den Verstand verloren. Wir können ihn bei diesem Kampf brauchen. Beachten Sie uns gar nicht. Ich erzähle nur gerade James, was es heißt, ein richtiger Soldat zu sein. Ah. Schön, Sie zu sehen. Okay, dann macht ihr weiter, wenn ich jetzt andeute zu gehen, oder war das jetzt euer Gespräch? Das war euer Gespräch. Okay. Schön. Okay. E-Mail von Jacob Taylor an Dr. Bryn Cole. Aham. Ich vermisse dich, Bryn, aber ich bin froh, dass du wieder dort bist. Die Kämpfe werden hart, wenn wir mit dem Tigel aufbrechen. Leute, die wissen, dass ich früher bei Cerberus war, zeigen mir die kalte Schulter. Ich kann es ihnen nicht verdenken, schon gar nicht nach den Ereignissen auf der Citadel. Immerhin konnte ich anderen Soldaten beibringen, wie Cerberus kämpft. Denn trotz neuer Ausrüstung hat sich ihre Taktik nicht geändert. Ich liebe dich, Bryn. Pass auf dich auf. Ah, okay, die führen tatsächlich eine Beziehung. Aber er ist doch bei denen. Warum vermisst er sie? Sehen Sie sich ruhig um. Sehen Sie sich ruhig um. Okay. Warte, hier noch was? Oh, ja. Intakte Reaper-Waffe. Okay. Schaden. Yes. Elektronische Signatur von Galle. Okay. Ladenrabattbonus nehme ich. Krankenstation Chirurgie. Diese kleine Operation entfernt sämtliche Narben von ihren kybernetischen Planeten. Okay. Okay. Schön. Haben wir ein paar Upgrades. Sie glauben immer noch, Sie können dieses Ding Ah. gewinnen, was? Ich kann das den ganzen Tag lang haben, Gesicht. Ey! Witzig, dass Sie das erwähnen. Schon mal den Namen Archangel gehört? Könnte sein. Natürlich haben Sie das. Ich bin Archangel. Könnte sein, dass ich das auch schon mal gehört habe. Dann haben Sie ja vielleicht auch gehört, dass die Verbrechensrate auf Omega einige Monate lang ziemlich niedrig war, weil Archangel ein bisschen durchgeputzt hat.
Sie hatten also einen Reinigungsservice auf Omega. Alter. Ich habe auf Fail Prime 2 Heuschrecken entdeckt und musste sie ganz allein töten. 2 Wurmhälse. Das ist ja fast beeindruckend. Das ist noch nicht alles. Sie haben ein Ei zurückgelassen. Das Vieh ist geschlüpft. Ich habe es trainiert und kann es jetzt fliegen. Ja, wahrscheinlich. Bringt einem die Allianz bei, sich so einen Mist auszudenken, oder sind sie selbst draufgekommen? Das ist eine Gabe. Okay, euer Talk ist interessant, aber ich will wissen, geht er noch weiter? So, ich bin jetzt weg und... Sie haben viel durchgemacht, mein Gesicht. Geben Sie auf? Nein, ich habe schon noch mehr. Ich will noch nicht drüber reden. Ja, bestimmt. So eine Geschichte hat jeder von uns. Nur eine? Naja, nicht jede Geschichte nimmt ein gutes Ende. Nur einmal, da habe ich mich mit einem Torianer namens Garrus Vakarian zusammengetan. Er konnte gut mit Waffen umgehen, war aber ein ziemlicher Draufgänger. Und ich kannte mal einen Marine namens Jimmy Vega. James! Das klingt wie ein Stripper auf Omega. Ein tierischer Besserwisser, der mir immer auf die Nerven gegangen ist. Aber eigentlich war er ganz in Ordnung. Sehr mutig, wenn es drauf ankam. Und gemeinsam haben sie die Genophage geheilt. Und Cerberus daran gehindert, die Citadel zu übernehmen. Und am Ende die Reaper von dieser Galaxie in die nächste befördert. Mit ein bisschen Hilfe von ihren Freunden. Ja. Nein, das waren nur wir. Hauptsächlich ich. Okay. Na, warum stehst du hier so? Willst du was? Ah! Okay. Gut. Auf in die nächste Mission. Ich würde sagen, wir kümmern uns mal um die Quarianer, hm? Hast du noch was? Die Cerberus-Wissenschaftler sind sicher bei der Allianz angekommen. Die Lametta-Träger glauben, dass sie eine große Hilfe beim Tigel sein werden. Okay. Erst die Grissom-Akademie und nun das. Gute Arbeit. Kennen Sie diese kleinen Aufkleber, die Jägerpiloten für jeden Abschuss unter ihren Cockpits anbringen? Ich spiele mit dem Gedanken, sowas jedes Mal auf die Galaxiekarte zu kleben, wenn ich irgendwelche Daten zu Tode analysiere. Sie werden ja noch ein richtiger Marine. Naja, also ich nehme an, Sie färben auf mich ab. Ah. Zumindest hoffe ich das. Okay. okay. Commander? Ja. Gut, verlassen wir das hier mal. Scan mal hier kurz. Hier kommt nichts, okay. Das andere scanne ich nicht. Hab keine Lust auf die Reaper. Scan. Signal bestätigt. Oh, mein Gott. Pietas verfügt zwar über Eigenschaften, die das Terraform ermöglichen würden, aber die Besitzrechte an dem Planeten sind seit 9 Jahren Gegenstand mehrerer Prozesse vor den Gerichten des Citadel-Rats. Der Witz daran ist, dass sich zu dem Zeitpunkt, an dem der Rat für die Kolonisierung endlich grünes Licht gibt, bereits eigenes Leben auf Pietas entwickelt haben wird. Ach so, ah. Die Temperaturen auf Pietas sind angenehm und die Atmosphäre aus Stickstoff und Argon ist mild, sodass der Planet durch Freisetzung von Sauerstoff produzierenden Cyanobakterien besiedelbar gemacht werden könnte. Seine Kruste ist reich an Silikaten und Kohlenstoff, was eine problemlose Herstellung von Baumaterialien ermöglichen würde. Schmuggler, Piraten und andere nicht registrierte Raumschiffe landen häufig auf Pietas, um unterzutauchen oder Reparaturen durchzuführen. Zivilen Schiffen wird von Reisen dorthin abgeraten. Toll. So, was finden wir da? Keine Ahnung. Ah, Credits. Okay. Krass. Supi. Ich freue mich. Ah! Ich hab mich verklickt! Okay, so, hier müssen wir mit den Quarianern reden. Das sieht hier ganz nett aus. Ein quarianisches Abgesandtenschiff. Diese Diplomatenfregatte ist mit keinem anderen quarianischen Schiff vergleichbar. Ihre Hülle hat eine vergleichsweise niedrige Temperatur und sie scheint wärmeähnlich abzuleiten wie die Normandy, wenn sie aus dem Tarnmodus kommt. Wie die Quarianer dieses topmoderne Schiff entwickeln konnten, ist unbekannt, aber seine Funkfrequenzen sind offen und es sendet Willkommensnachrichten an die Normandy. Commander Shepard,
Schön, Sie wiederzusehen. Ich wünschte nur, die Umstände wären angenehmer. Ich hatte auf Ihre Unterstützung gegen die Reaper gehofft. Was geht hier vor? Vor 17 Tagen haben die Quarianer mit Angriffen auf 4 Gas-Systeme den Krieg zur Rückeroberung begonnen. Eine klare Verletzung unseres Abkommens mit dem Rat zur Vermeidung einer Provokation der Geth. Eine Vertragsverletzung ist nichts verglichen mit der Inbesitznahme unserer Heimatwelt und Top-KI-Technologie. Ihre Heimatwelt? Sie meinen Runoch? Genau, Commander. Vor 300 Jahren haben wir unsere Welt an unsere eigenen KI-Schöpfungen, die Geth, verloren. Nachdem wir versucht hatten, sie zu töten. Wir wollten sie nicht töten, Corys. Wir wollten sie deaktivieren. Es war kein Mord. Das ist ein bisschen das Problem mit KI, ne? Wenn die wirklich eigenständig nachher denken, Gefühle haben und alles, ist das Abschalten von denen dann Mord? Das ist schwierig, nur weil sie nicht so sterben, sage ich jetzt mal, wie wir und nicht jetzt so aus Fleische sind. Sind sie deshalb keine Lebewesen? Und nur weil man sie erschaffen hat, hat man dann auch gleich alle Rechte an denen? Das ist schwierig. Schwierig und vor allem, das fand ich eigentlich ganz cool, Mass Effect 2. Hat man so einen Geth tatsächlich getroffen. Also in Mass Effect 1 musste man die bekämpfen, weil die quasi mit den Reapern zusammen da quasi gearbeitet haben, sag ich mal. Aber in Mass Effect 2 hat man die getroffen und man hat sogar einen quasi rekrutiert. Und die haben halt erzählt, also die wirkten schon wie ja, eine eigenständig denkende Zivilisation auch. Also das waren mehrere so. Und die fand ich eigentlich ganz sympathisch und korrekt und deswegen, naja. Doch, es war Mord. Commander, die Quarianer hatten niemals vor, eine echte KI zu erschaffen. Es war ein Missgeschick. Und trotzdem war es so. Dass sie korrigieren wollten, dass sie umbringen. Ach, würden wir zugeben, dass wir im Irrtum waren, wäre dieser verrückte Invasionsplan nicht länger gerechtfertigt. Jetzt ist die Frage, die Invasion war ein Fehler, ich bin anderer Ansicht. Der Punkt ist, ich verstehe, dass sie ihre Planeten zurück wollen. Das verstehe ich wirklich. Der Punkt ist das mit den Quarianern. Das ist ein Riesenproblem. So, die Quarianer wurden von den Geth quasi von ihrem Planeten vertrieben. Und die Quarianer haben keinen einzigen eigenen Planeten mehr, weil niemand auch die aufnehmen will. So, die sind quasi ein bisschen der Schandfleck der Galaxie für viele, weil ihr habt eine KI erschaffen, die Leute quasi angreift und die euch quasi fast ausgelöscht hätte. Und ja, niemand mag Quarianer. Die haben einen super schlechten Ruf in der Galaxie. So. Und ich verstehe, dass sie ihre Planeten zurückhaben wollen, weil die haben quasi, die leben nur auf ihren Raumschiffen. Und das sind wirklich heruntergekommene Raumschiffe und da müssen die alle Leute unterbringen. Und nur auf Raumschiffen leben ist natürlich blöd. Ist jetzt auch nicht so sicher. Also deswegen, ich weiß es nicht. Invasion war ein Fehler, ich weiß nicht. Ich verstehe, dass ihr euren Planeten zurückhaben wollt. Welche Fehler die Quarianer früher auch gemacht haben, dieser Angriff ist der richtige Plan. Die Geth haben sich lediglich verteidigt. Sie sind synthetisch, sie brauchen keinen Planeten, sie hätten in eine Raumstation ziehen können. Wir brauchen keinen Planeten. Die Flottille hat 300 Jahre lang überlebt. Und wurde vom Rat bestenfalls toleriert. Sie haben für die Fehler ihres Volkes bezahlt. Nehmen Sie Ihre Welt nun wieder in Besitz. Wir hatten die Geth schon zurück im Heimatsystem, als plötzlich dieses Signal an alle Geth-Schiffe ging. Ach, die Reaper. Unter der Kontrolle der Reaper sind die Geths deutlich effektiver. Unsere Flotte ist im Heimatsystem festgenagelt. Wenn wir siegen wollen... Siegen? Sie wollten die zivilen Schiffe, Admiral Garrel. Wir müssen uns zurückziehen, sonst verlieren wir die Lebensschiffe. Woher kommt das Signal? Von hier, einem Schlachtschiff der Geth. Es ist allem überlegen, was wir haben und hat eine starke Verteidigung. Das Tarnsystem der Normandy kann uns unentdeckt hinbringen. Ich gehe an Bord und deaktiviere das Befehlssignal der Reaper. Ja, das Abschalten des Signals müsste die Geth komplett ins Chaos stürzen.
Ich will eigentlich nicht, dass die Geth angreifen, aber ich will, dass sie ihren Planeten zurückbekommen. Und wenn die Geth geschwächt sind, schlagen sie zu. Ein enormes Risiko, Commander. Aber wenn sie das schaffen? Seien Sie einfach bereit, Admiral. Unser neuester Admiral hat uns freiwillig sein technisches Fachwissen angeboten. Tully? Tully Zora was Normandy meldet sich zum Dienst. Ja! Gut, dass Sie kommen konnten, Tully. Admirals, ich stelle ein Team für die Schlachtschiff-Aktion zusammen. Danke, Commander. Admiral? Das ist nur eine Formalität. Ich bin eine Geth-Expertin. Das sind Sie. Es freut mich, dass Sie hier sind. Hätte ich das gewusst, wäre ich früher gekommen. Sie hatten eigene Probleme. Tut mir leid wegen der Erde. Schon okay, Tully. Wir können auf ewig zusammenleben. Wenn Sie uns helfen, greifen wir die Reaper mit allem an, was wir haben. Oder was davon nach diesem dämlichen Krieg noch übrig ist. Ich dachte, Sie unterstützen die Invasion. Ja, dachte ich auch. Nein. Nach dem Gespräch mit Legion glaubte ich, dass es vielleicht doch eine Chance auf Frieden gibt. Verdammt, ich habe mich falsch entschieden. Helfen Sie ihnen dann? Ich bin ein Admiral. Die Leute wollen Führung von mir. Öffentliche Uneinigkeit würde die Flotte spalten. Ich helfe Ihrem Volk, diesen Krieg zu gewinnen, Tully. Danke, Shepard. Und nur damit Sie es wissen, vor den Admirals muss alles strikt professionell bleiben. Für alles andere sollten wir uns privat treffen. Okay, natürlich. Kein Problem damit. Ich bin bereit für das Schlachtschiff, sobald Sie es sind. Ich bin bereit. Ich weiß nur nicht, wo wir hin müssen. Warte, ich kann ja einmal... Wow, okay. Logbuch, Codex. So, bekannte Kontakte. Admiral Stephen Hackett... So, hier, Tully. Tully Zora, eine quarianische Maschinistin, wurde 2161 auf dem Lebensschiff Raya geboren. Während ihrer Pilgerreise, einem Initiationsritus, bei dem Quarianer ihren Wert für die Flotte unter Beweis stellen, stieß sie auf einen Geth-Speicherkern, der bewies, dass der abtrünnige Spectre Saren Artarius mit den Geth zusammenarbeitete. Infolgedessen wurde Tully Zora ein Crewmitglied der SSV Normandy, wo sie unter Commander Shepard bei der Schlacht um die Citadel diente. Nach der Zerstörung der ersten Normandy kehrte Tully Zora zur Migrantenflotte zurück. Kurz darauf schickte sie der Admiralitätsrat zu der früheren Quarianer-Kolonie Haystrom, um Daten über die sterbende Sonne dieses Planeten zu beschaffen. Der Großteil ihres Teams wurde bei einem Angriff der Geth getötet, aber Tully Zora selbst wurde in letzter Sekunde von Shepard und der Crew der neu gebauten Normandy gerettet. Die Quarianerin schloss sich Shepard erneut an, um gegen die Bedrohung durch die Kollektoren zu kämpfen. Aber ihr aktueller Aufenthaltsort ist unbekannt. Den letzten Satz würde ich nicht so unterstützen. Wir wissen sehr wohl, wo sie ist. So. Dann wollen wir mal. Das Schiff ausschalten. Alles klar. Oh, hier sind mehrere Sachen. Was ist denn hier? Die Migrantenflotte. Geth Trümmerfeld. Kann ich das anfliegen? Nein. Okay. Aber ich kann ja trotzdem einmal lesen. In der Nähe des Sterns registrieren die Scanner der Normandy eine fast unzählbare Menge von Statiten. Satelliten, die mit Solarsegeln ihre Position selbst korrigieren. Die Geth haben die ultraleichten Konstruktionen rund um die Sonne platziert, um Energie zu sammeln. Die Verteilung entspricht einer sogenannten Dyson-Blase. Dazwischen befinden sich die Raumstationen und Server, die ihre Energie über drahtlosen Transfer der Statiten beziehen. Die meisten dieser Raumstationen sind jetzt nur noch Wracks und zahlreiche Solarsegel wurden ebenfalls zerstört. Anscheinend haben die Quarianer mit der Vernichtung begonnen, wurden dann aber unterbrochen und konnten den Angriff nicht beenden. Okay. Ist da richtig was los? Ja, hier ist Rand noch. Und hier müsste doch auch irgendwo Haystrom sein, oder? Ich will einmal kurz gucken, Entschuldigung.
War das nicht auch hier? Nee, okay. Never mind. Gut. Dann kümmern wir uns mal hier rum. Geth-Schlachtschiff. Scans des Geth-Schlachtschiffes im Orbit von Ranoch zeigen eine einschüchternd vielseitige Bestückung von einem verbesserten Hauptgeschütz über Anti-Raumschiff-Laser im Ultraviolettbereich bis hin zu versteckten Triebwerksleistungen. Geth-Arbeiter wollen keine Pausen, Löhne oder Autonomie und die einzige Einschränkung beim Bau ihres Flaggschiffs waren Zeit und Rohmaterial. Der Schaden, den die quarianische Flotte angerichtet hat, ist bestenfalls oberflächlich. Eieiei. Oh, Tully! Welcome back! Tully und Jarvik. Wobei Tully und Garrus ist eigentlich... Tully und Garrus sind eigentlich so... eigentlich ist es cooler, wenn sich Leute wiedersehen. Wobei, wie Jarvik auf die Geth reagiert, ist eigentlich auch interessant. Mann! Warum kann ich nicht noch einen mitnehmen? So. Ah, hey. Also am Skillen sieht man eigentlich, dass das Spiel bald vorbei ist. Oh, nein. Ach komm, ihr könnt ihr doch zumindest diese ersten drei, könnt ihr doch... Also ich achte jetzt gar nicht drauf. Also das ist... Aber das finde ich so nervig. Du kriegst den und dann dauert es 30 Jahre, bis du hier alles fertig... Halleluja. So. Ah. Nähern uns dem Heimatsystem der Quarianer. Ankunft auf Ranoch in 5 Minuten. Was sagen die Kombaken? Dass die Kacke übelst am Dampfen ist, Commander. Ich registriere mehrere hundert einzelne Chip-Signaturen in aktiver Kampfhandlung. Hab ich doch gesagt. Bringen Sie uns rein. Tarnsystem aktiviert. Die entdecken uns nur, wenn wir alle anfangen, die russische Nationalhymne zu singen. Da, ich mag Joker. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist denn hier? Oh, liebe Quarianer, ich glaube, ihr habt da echt Mist gebaut. Ich glaube, ihr hättet das nicht angreifen sollen. Ich ändere meine Meinung, das war alles Unsinn. Holt euch nicht eure Planeten zurück. Also gut, sobald wir an Bord sind, suchen wir den Sender des Reaper-Signals und schalten ihn ab. Tully kennt sich mit Geth-Software aus und ist zuständig für Hacken und Sicherheit. Gut. Sie sind also ein echter lebendiger Proteaner? Im Gegensatz zu einem falschen Toten? Oh, okay. Shepard, wir haben ein Problem. Alle Röhren außer einer sind physikalisch gesichert. Ich sehe die Freie, allerdings ziemlich mitgenommen. Zu riskant für das ganze Team. Ich sichere den Dockbereich, dann folgt mir der Rest. Verstanden, Commander, wir bleiben hier. Sie wissen schon. Mucksmäuschen still. Augenblick, dauert nur eine Minute. Das muss ich jetzt alleine machen. Okay, aber ich würde sagen, das mache ich beim nächsten Mal. Ciao!